Moin Pyros. Ich habe heute meine zweite Bestellung 2021 erhalten von PyroWeb. Es ist nichts Wildes drin. Bisschen Kleinkram. Ein paar Batterien. Jugendfeuerwerk, Rauchbälle und so weiter. Aber zeige ich euch selber. Schaut mit rein. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich selber noch nicht kannte. Die Varius. 65 Sekunden soll die angeblich gehen. Ich bin mal gespannt. 150 Gramm. 3 Meter Höhe. 20er Kaliber. Eine Fontäne. Mal gucken. Habe ich mal zum Testen bestellt. Auch 90 Gramm, 3 Meter Höhe, 20er Kaliber. Gucken, ist alles von PyroWeb jetzt, ne? Dass ihr auch Bescheid wisst. Das Gröbste ist jetzt von PyroWeb an Batterien, beziehungsweise alle Batterien und Fontänen sind, glaube ich, von PyroWeb, wenn ich mich nicht täusche. Hier nochmal dieselbe. Ich mache erstmal die Batterien, dann haben wir das Gröbste durch. Probe, 16 Schuss auch von PyroWeb, 120 Gramm, die fand ich auf dem Video ganz geil, mal gucken, habe ich dreimal, habe ich die geholt, so. Dann die Fusion, 10 Schuss, 84 Gramm, 20 Sekunden Brenndauer, ca. 25 mm, auch 20er Kaliber. Ich bin mal gespannt. Also auf dem Video war sie ganz, ganz interessant. Auch dreimal. So, ich glaube, das war es schon an Batterien. Von Funke. Tornado-Wirbel. Ich habe das zweimal bestellt. Die sind nämlich richtig geil. Freut sich mein Kleiner immer drüber. Coole Dinger. Von Weco Teufelsturm. Ich glaube, der ist 2020 erst rausgekommen. Ich habe ihn selber noch nicht getestet. Ich habe es jetzt auch einfach das erste Mal mitbestellt. Ein Bodenwirbel. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Für die Kids bestimmt ganz interessant. Noch eine Fontäne von Blackbox. Nova Fontäne Nummer 2 hat 49 Gramm. Ist auch K2, 20 Sekunden Brenndauer. Die hat mir auch gefallen. Transformers habe ich auch einfach mal mitbestellt. Zum Ausprobieren. 24 Gramm K2. Smokebird. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Die Dinger sind auch ganz cool. Schicke Dinger. Machen immer wieder Spaß. Von Explode Storm. Ich glaube, 4 Stück kennt auch jeder. Die bestelle ich mir auch jedes Mal bei jedem Shop eigentlich 3-4 Dinger mit. Sind ganz geil. Was haben wir hier? Color Cracker. Achso, genau, die habe ich auch das erste Mal jetzt mitbestellt. Mal gucken, wie die sind. Werde ich die Tage mal. Oh, hier kommt schon natürlich was raus. Werde ich die Tage auf jeden Fall mal zünden von Weco. Alter Schwede. Die sind auf jeden Fall schon offen. Mal gucken. Bengalfeuer F1 von Argento. So, die haben 6 Gramm das Stück. Wollte ich mal ausprobieren. Von Weco.
die kleinen Wirbel habe ich mal mitbestellt. Die hatte ich auch noch nicht. Super Tornados habe ich auch noch nicht gehabt. Von Pyro Power. Mal gucken, wie die sind. 5 Gramm das Stück. Mal gucken. Lass ich mich überraschen. Von Leslie Sputniks. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Habe ich jetzt das erste Mal mitbestellt. Mal gucken. Das ist noch ein bisschen Kleinkram. Leuchttaler vom Keller. Einfach was für die Kids. Und für Videos. Powerballs. 2-mal. Regalfeuer von Nico. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Hier ist die Kappe. Das sind auch coole Dinger. Und zu dem Preis vollkommen in Ordnung. Ich glaube 2,50 oder so. Super Ätna. Ätna, Super Ätna von Keller. 2 kleine Vulkane. Und natürlich, was für die Kids nicht fehlen darf, Knallerbsen. So. Das erste Paket haben wir fertig. Heute. Was ist denn da drin? Ach, die Feuersäule, genau. Die habe ich jetzt auch das erste Mal. Die wiegt schon ganz gut was. 42 mm Durchmesser. 67 Gramm. 50 Sekunden Brenndauer. Steighöhe 3,5 Meter. Zylinderfontäne. Mal gucken. So, vom Blackbox, ne? Falls sie jemand noch nicht kennt. Das ist ganz interessant. Dann habe ich noch ein paar Rauchbälle. Die hatte ich gesehen von Nico. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Und das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Vielleicht auch beides. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Jungs!